Aus der Drohkulisse wird Realität. Demonstranten lösen Schottersteine aus dem Gleisbett, zumindest an einigen Stellen der Castor-Schienenstrecke. Die Antwort der Einsatzkräfte erfolgt unmittelbar und mit voller Härte. Schlagstöcke und Pfefferspray sind im Einsatz. Sogar ein Sanitäter der Polizei greift an. Das penibel geplante und groß angekündigte Schottern scheitert weitgehend an der massiven Polizeipräsenz. Ernüchterung bei diesem Castor-Gegner. Was treibt Sie heute an? Warum sind Sie hier? Mein Sohn. Wie alt ist er? 4 Monate. Die Leute begreifen es, ist einfach nur Bewusstsein. Ich meine, wir wissen doch alle, worum es geht. Warum riskieren wir nichts mehr? Alle fanden Gandhi toll, wie er Blockaden gesprengt hat. Aber wo ist unser Mut? Wir haben auch Tränengas vorhin abgekriegt. Wir haben auch Knüppel abgekriegt. Und ich riskiere das eben. Ja. Bereits am frühen Morgen hatten sich mehrere tausend Castor-Gegner aus den Camps im Umkreis der Bahnstrecke in Richtung Schienen auf den Weg gemacht. Das Ziel der Demonstranten, die Polizei mit Hilfe der sogenannten Fünf-Finger-Strategie auszutricksen. Wir bewegen uns als Pulk auf die Polizeiketten zu, fächern dann in sogenannte Finger aus. Diese Finger fächern dann wiederum aus. Das heißt, dass wir auf die Bullen, auf die Polizeikette stoßen, und die ersten Menschen werden eventuell festgehalten, aber die nächsten fließen durch. Die Praxis sieht etwas anders aus. Bleiben Sie stehen hier! Bleiben Sie stehen! Auf einer Landstraße, 3 Kilometer von der Bahnstrecke entfernt, kommt es zu ersten Störmanövern der Polizei. Was folgt, ist ein Katz-und-Maus-Spiel durch den Wald. Wir gehen alle in die richtige Richtung. Wir sind jetzt noch 2 Finger. Alles ist gut. Das ist Wettland 2000 und der Castor wird... Jo! Im Wald nördlich und südlich der Schienen kämpfen Castor-Gegner und die Polizei um jeden Meter. Wasserwerfer gegen Barrikaden. Überzeugung gegen Dienstanweisung. Die Leute, die hier sind, die leben alle ein ganz normales und ordentliches Leben, wenn es nicht so existenziell ist wie das heute. Keiner von uns käme jemals auf die Idee, auch nur einen Schotterstein aus so einer Schiene zu holen, solange da der Personenzug fährt. Überall kommt die Polizei rechtzeitig. Auf einer Strecke von über 1 Kilometer erobern im Laufe des Nachmittags bis zu 1000 Menschen das Gleis. Die Sitzblockade wird zum friedlichen Happening der Atomkraftgegner. Auch wenn nicht jeder genau zu wissen scheint, worum es eigentlich geht. Unter den Schwellen gibt es ganz schöne Steine und mit denen machen wir schöne Türme. Und auf den Stein hat schon jemand Pipi gemacht mal. Warum genau engagieren Sie sich hier? Ich glaube, das ist genau die falsche Frage für mich. Warum? Mir ist das scheißegal eigentlich. Ich bin nur hier, um Spaß zu haben. Mir geht es um die Sicherheit und nicht nur um Monete. Castor, Transport und wir sind alle da. Vorläufiges Fazit des Castor-Transports 2010. Die Anti-Atomkraftbewegung hat viele Gesichter und der Zug kommt mit Verspätung. Soll die Pfote wegnehmen von den Augen.